FERALPI hat in den letzten 30 Jahren immer wieder investiert, um die Effizienz, Produktivität und Produktqualität immer weiter zu verbessern. Und wir werden auch in den zukünftigen Jahren immer wieder investieren, um unsere Produkte zu verbessern, die Effizienz zu erhöhen und die Produktivität zu steigern. Die Hauptpunkte für uns, für die Investments, sind die Erhöhung der Produkteffizienz, dass wir also Materialeffizienz, Energieeffizienz nach vorn bringen wollen, zum Beispiel in der Schrottaufbereitung, dass wir also den Schrott weiter aufbereiten, um weniger Energie einsetzen zu müssen, um weniger Schlacke zu produzieren, damit auch nachhaltiger zu produzieren. Das sind unsere Kernziele und da haben wir einige Dinge vor uns, die wir durchsetzen werden. Ja, die wichtigsten Punkte für uns sind, wie gesagt, Energieeffizienz, Materialeffizienz, Produktivität. Die Energieeffizienz hat auch einen ökonomischen Anreiz bei den Energiepreisen, die wir derzeit haben. Weiß jeder, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber auch im Sinne von Nachhaltigkeit wollen wir versuchen, mit den Ressourcen so sparsam wie möglich umzugehen, um die Umwelt auch zu schonen.